Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hörspiel. Heute gibt's wieder eine Kakerlakenparty. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die ganzen einzelnen Telefonausschnitte aus der vergangenen Woche zusammengefasst ohne meine Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Spreche ich denn? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Voldemort? Ja, Voldemort ist am Telefon. Leonie Hahn am Apparat von der Unions Market Group. Aha. Ja, Voldemort, es geht um die Registrierung. Sie haben nach einem Online-Handelsplattform nachgesucht. Okay. Mhm. Und meine Frage ist, ob Sie haben noch Interesse an diesem Bereich? Interessant an dem Bereich? Ja, also haben Sie Interesse an diesem Bereich? Da habe ich Interesse, ja. Mit welchen Handelsinstrumenten möchten Sie handeln? Eichenholz. Eichenholz. Mit welche? Also, wir haben Kryptowährungen, Aktien oder Forex-Markt. Haben Sie keine Rohstoffe? Rohstoffe sind Aktien. Achso, ja, dann nehme ich da sowas, wenn ich damit Eichenholz. Okay. Ja. Werde ich Ihnen eine Seite buchstabieren? Und zwar, kennen Sie die Big Panda 8? Wie ein Tier, also so ein Panda. Bitpanda, AIDS. Der Bitpanda hat AIDS. Bitpanda, AIDS. Das ist eine Applikation. Ach so, ich dachte schon. Sie können diese Bitpanda installieren auf Ihre Handy. Das klingt entzückend. Ja. Können Sie auf Ihre Handy Bitpanda installieren? Telekommunikationsendgerät. Können Sie das auf Ihre Handy installieren? Das heißt Telekommunikationsendgerät. Wir sind hier in Deutschland. In Deutschland sagt man dazu Telekommunikationsendgerät. Oder auch Mobiltelefon. Auf Ihre Smartphone auch. Nee, ich möchte das bitte in Deutsch. Können Sie auf Ihrem Mobiltelefon den Bitpanda-App installieren? Ja, und was habe ich dann davon? Werden Sie etwas machen oder machen Sie einfach nur Spaß? Ja, Voldemort. Oder sind Sie einfach eine ganz andere Person? Was? Können Sie jemand anderes verarschen, ne? Wieso verarschen? Sonntag, spreche ich mit dem Herrn Stefan Schmidt. Mit wem? Stefan Schmidt. Ja. Hier am Apparat ist Luca Mai. Ich möchte mit dem Herrn Stefan Schmidt sprechen. Aha. So, also Herr Stefan Schmidt, Sie haben sich bei uns registriert mit Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Nachnamen. Okay. Genau, Sie haben Interesse gezeigt über die Kryptowährungen. Aha. So. Sagen Sie mir bitte, ob Sie Erfahrungen haben an dieser Börse. In welcher? In der Börse mit den Kryptowährungen. Nee. Okay. Und Sie? Möchten Sie handeln damit? Bitte? Was? Ja, also, Sie wollten was sagen. Bitte, ich höre zu. Na, habe ich vergessen. Aha. Und wie heißen Sie bitte? Na, haben Sie doch vorgelesen. Sind Sie der Herr Stefan Schmidt? Ja. Du bist scheiß Hurensohn. Was? Du bist ein Hurensohn. Ja? Ja. Und du? Ich? Ein Betrüger. Nein, ich bin ja deine Mutter fick. Naja, also ein Betrüger. Ein Krimineller. Nein. Kein Krimineller. Ich spreche mit einem Kriminellen. Nein, du scheiß YouTuber. Doch. Nein, du YouTuber. Doch. Nein, du YouTuber. Doch. Ach. Kriminell. Hurensohn. Kriminell. Hurensohn? Ja. Hurensohn. Das ist aber nett. Hurensohn. Ja, macht man das doch so bei einem seriösen Unternehmen, ja? Ja, ja, gerne. Mach mal das immer. Aha. Also seid ihr kriminell. Ja. Vier großer Grüße an deinen YouTuber-Kanal. Ja, das richte ich gerne aus. Ja, und ich nehme dich Kanal. Ja. Nett. Guten Tag, sprich mit Herr Steiner? Ja. So, grüß Sie. Herr Steiner, Sie machen sehr gutes YouTube-Kanal.
Ja. Sie bekommen von mir sehr viele Fame, ne? Ja, sehr viele Fame, okay. Du bist ein Arschloch, hey, ja. Ja. Du machst von mir Geld einfach, nur Leute zu verarschen. Ja, damit mache ich mein Geld, genau. Macht ihr doch auch? Nur, nein, Betrüger zu verarschen kann ja kein Betrug sein. Ja, du bist doch selber Betrüger, ne? Ja, aber ich betrüge ja nur Betrüger und keine normalen Menschen. Nein, du betrügst. Ja. 100% auf normale Menschen. Nee, weil du machst nur Kakerlaken. Nur etwas aufzunehmen. Ja. Aufzunehmen, ja. Ja, aber du sorgst ja noch und dafür, dass die Klickzahlen. Ganz andere Namen. Ja, aber du sorgst ja gerade dafür, dass du die Klickzahlen noch mehr steigen. Du glaubst, dass du wirst jemanden verarschen. Ja. Ja. Du bist doch voll dumm, ne? Ja, ja. Hoff. Immerhin und muss ich mein Geld nicht damit verdienen, Menschen zu betrügen. Hallo? Mhm. Hallo, wer ist am Telefon? Ja. Ja, wer ist am Telefon? Ja, und wir möchten Sie sprechen? Abdullah. Abdullah? Ja. Ja. Ist Abdullah zu Hause? Ja, ist Vorname. Muhammad Abdullah. Ja. Nein, du bist nicht Abdullah. Wo ist Abdullah? Na, Abdullah ist kaputt. Ist kaputt? Ja. Okay. Ja. Machst du Selfer? Hä? Selfer machst du? Ja. Okay. Hm. Wie viele Leute habt ihr schon betrogen heute? Hallo. Hallo. Guten Morgen. Spreche ich mit Herrn Ablasent? Hm. Ich grüße Sie. Mein Name ist Andreas Krieg und ich rufe Sie an von dem Online-Handelsplattform, bitte. Sie sind bei uns registriert und deswegen rufe ich Sie an. Es geht um Online-Handel. Mit Bitcoin zum Beispiel, damit hat eine Reaktion auch. Gold, Oil und so weiter. Aha. Das wissen Sie schon, ja? Also ich bin ein persönlicher Kontoberater und ich kann Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Haben Sie mich das verstanden, ja? Hallo. Hallo. Haben Sie mich verstanden, oder? Ja. Okay. Also zuerst möchte ich wissen, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich, oder ist das ganz neu für Sie? Das ist ganz neu. Das ist ganz neu. Okay, kein Problem bitte. Also, mehr als 80% von unseren Kunden genauso Anfänger sind, ja. Aber sobald Sie Ihr Konto bei uns aktivieren, Sie bekommen von uns volle Unterstützung. Und was das bedeutet? Das bedeutet, dass Sie einen persönlichen Finanzberater bekommen, der langjährige Erfahrung auf dem Finanzmarkt hat. Und er gibt Ihnen alle wichtigen Informationen und spezielle Kenntnisse, was Sie auf dem Finanzmarkt brauchen. Haben Sie mich verstanden, ja? Hallo? Was denn? Herr Ablasent. Ja, natürlich, unser Interesse ist, dass Sie bei uns langfristig bleiben und erfolgreich handeln. Weil wir nur in diesem Fall profitieren, wenn Sie bei uns als Kunde profitieren. Und wenn Sie in der Zukunft natürlich nach der Verifizierung Auszahlung tätigen. Nur danach bekommen wir unsere Zinsen. Das haben Sie aber schön abgelesen. Okay, also, Herr Ablesend, sagen Sie mir bitte, was war Ihre Vorstellung, wenn Sie angemeldet haben? Mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? Mit minimaler oder mit anderen? Also minimales Startkapital ist 250 Euro. Und Sie bekommen von uns 150 Euro extra dazu. Das ist die Willkommensbonus, ja? Mhm. Okay, sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? Mit der besseren. Wie bitte? Mit der besseren. Mit minimal, oder? Wie haben Sie gesagt? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte mit der besseren. Besseren? Ja. Das sollen Sie entscheiden, bitte. Mhm. Also, ja, habe ich ja gerade. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel, minimales Startkapital ist 250 Euro. Warum? Die zweite Möglichkeit ist 500 Euro und die dritte Möglichkeit ist
1000 Euro. Mhm. Und je mehr Sie investieren, desto mehr Bonusgeld von uns Sie bekommen. Und jetzt sollen Sie entscheiden, bitte. Habe ich doch gerade. Bitte? Habe ich doch gerade, aber Sie sind doch leider zu blöd, um richtig zuzuhören. Sie können doch nichts. Sie lesen doch da bloß ab, Ihren Quatsch. Hallo, guten Abend, Herr Stein. Hm? Guten Abend, mein Name ist Markus Hegemann von Rollengis Global bezüglich Ihrer Meldung für böse Handel. Richtig? Weiß ich nicht, wann habe ich mich denn angemeldet? Also, Sie haben sich bei unserem Partner Werbung im Internet, Sie haben gesehen und da Ihre Daten hintergelassen. Und wir sind doch die Brokerfirma, der hilft Ihnen mit diesem Handel, Börsehandel, Finanzmarkt. Aber das hat jetzt nicht meine Frage beantwortet. Dann können Sie es nochmal bitte stellen? Ja, die Frage war wann. Also wann? Es war vor einem Monat. Schön. Aha. Aber leider, wir könnten Sie nicht erreichen, weil diese Telefonnummer war einfach nicht erreichbar. Und jetzt also, ich habe Ihnen angerufen, Sie angerufen und Sie haben es geantwortet. Also, ich werde gerne, also Sie fragen, könnten Sie bitte sagen, haben Sie eventuell Erfahrung schon gesammelt? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Entschuldigung, nochmal. Ihr Skript ist komisch. Die Fragen, die da auf Ihrem Zettel stehen, die sind total Banane. Die passen vorne und hinten nicht. Also mit Seriosität hat es nichts zu tun. Mal abgesehen von der Musik da im Hintergrund. Also es hat nichts mit Ihrer Seriosität zu tun. Also ich rufe Sie aus Großbritannien an und also Sie sprechen, Sie sagen etwas, was ich dann einfach nicht verstehe. Sie sprechen über Bananen oder über etwas, das also... Nee, ich spreche nicht über Bananen, ich spreche über euch. Ja, ich verstehe. Aber ich habe Ihnen nichts gesagt, das also könnte Sie also nicht so höflich sein. Ich bin doch höflich. Warum sprechen Sie so? Dafür bitte fragen. Warum sprechen Sie, warum seien Sie so unhöflich? Ja, ich bin ja nicht unhöflich. Sie sind doch jetzt unhöflich. Nö. Ich rufe Sie, weil ich mache noch meine... Ist das unhöflich, weil ich nachfrage? Aha. Okay. Sie haben Ihre Daten hintergelassen, ja? Und jetzt rufe ich Sie an. Ja, Sie sind einer von den anderen 10.000 Leuten, die hier auf der Rufnummer schon angerufen haben. Ja, genau, aber Sie haben Ihr also Telefonkontaktnummer hintergelassen. Deswegen bekommen Sie Anrufe. Ja, aber das rechtfertigt ja nicht, dass da 100 einzelne Leute anrufen. Also leider, ich kann es nicht kontrollieren. Was ich kann machen, ist nur von meiner Seite meinen Job, okay? Und jetzt rufe ich Sie an, weil Sie haben Ihre Daten hintergelassen. Also nennt man bandenmäßigen Betrug jetzt also Job? Okay, das ist mir auch neu. Also es ist kein Betrug. Sie naja, doch. Noch nicht. Doch, das nennt man bandenmäßigen Betrug sogar. Ist noch eine Stufe höher als normaler Betrug. Okay, wenn Sie denken so, dann ich wünsche Ihnen schon einen Abend. Und ja, das okay? Wünsche ich Ihnen nicht. Danke, tschüss. Ja, sehr gerne. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Mhm. Jeff Hoffmann ist am Apparat, Kontoberater von LPL Europa. Wie geht es Ihnen? Jeff Hoffmann. Ja, genau. Aha, okay. Es geht um das Thema Online-Handel, Herr Steiner, mit vollautomatisierten Roboter-Systemen und persönlichen Experten. Aha. So, ich werde alles Ihnen erklären, Herr Steiner. Zeige natürlich die Konto selber, wie sieht es aus. Und einfach, wie können wir schaffen, die Aktivierungsprozess, ja? Darf ich zuerst fragen, haben Sie schon Erfahrung im Handel oder versuchen Sie es am ersten Mal? Nö, aber ich frage mich erstmal, welcher Aktivierungsprozess? Meine ich schon einen Handelkontoprozess. Welches Konto denn? Über welche wir reden. Ja, über welches reden wir denn? Handel. Weiß ich doch nicht, über welches LPL, Konto reden wir? LPL Europa. Ach so. Ja, jetzt heißt ja LPL Europa. Haben Sie nicht LPL Financial erst dicht gemacht vor kurzem? Nee, LPL Europa. Ja, also gehört jetzt zu LPL Financial, ne? LPL. Also .de und .eu, die beiden Firmen wurden ja dicht gemacht. LPLEurope.com ist unsere Plattform, Herr Steiner. Aha. Unsere Zentralplattform ist LPL.com. Ja. Haben Sie gehört über unsere Plattform? Sehe ich schon, oder? Ja, bis jetzt nur Schlechtes, ja.
Wer bitte? Ich sage bis jetzt nur Schlechtes, ja. Und warum darf ich fragen? Was passiert? Na, habe ich doch gerade erklärt. Was haben Sie erklärt? Haben Sie schon etwas geschafft, oder? Nö, aber da liest man ja ganz viel. Da wurden ja zwei Firmen von dicht gemacht. Was haben Sie von uns gemacht, Herr Steiner? Es wurden doch zwei Firmen, wurden doch geschlossen. Mit der Polizei. Wann? Was meinen Sie? Wann, weiß ich nicht. Letztes Jahr im November, Anfang Dezember. Mit unserer Plattform. Mit LPL Europa. Nee, lplfinancial.de und .eu wurden beide dicht gemacht. Nee, ist das was anderes, denke ich. Sie haben nichts zu tun mit uns. Ach so, warum haben Sie denn den gleichen Namen? Was meinen Sie? Na, warum Sie den gleichen Namen benutzen mit LPL? Gleichen Name? Ja. Jemand hat ihn angerufen mit meinem Namen? Nee, LPL. Mit den gleichen Firmennamen. Ah, LPL ist Sitzfehler Unternehmens. Unter dem Namen LPL, ja? Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir sind gleich. Ach so. Ja. Ja, und woher habe ich da jetzt das Konto? Okulent aus Monheim, Inkasso. Wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch im Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Firma Eurocollect aus Monheim, Inkasso. Wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch im Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Ja, hallo. Guten Tag, das ist Chris am Apparat von StocksDC und das Bitcoin-Handelssystem. Ich sehe, dass Sie haben sich bei uns registriert. Bei Ihnen auf der Webseite hier dann scheinbar, ja. Und da rufen Sie dann gleich an, oder wie? Ja, ich bin ja Kontomanager und ich werde Ihnen bei der Aktivierung helfen. Sagen Sie mir zuerst, sprechen Sie Englisch oder nur Deutsch? I speak only German. You speak only German? Ja. Okay, so in diesem Fall, ich werde versuchen Deutsch zu sprechen, aber mein Deutsch ist nicht gut. Ja, merke ich schon, wie Kakerlake. Okay. Und haben Sie Erfahrung im Handeln oder noch nicht? Ja, ja. Ich habe gerade auf eBay ganz viel drin. Okay. Und wie viel möchten Sie investieren? Weiß ich nicht. Wie viel muss man denn investieren? Ich dachte so 50 Euro oder so. Der Mindestbetrag ist 250 Euro. Und dann alles läuft automatisch. Warum so viel? Sie müssen... Na? Warum so viel? Das ist der Mindestbetrag. Ja, warum? Für die Handel. Hab ja gefragt, warum? Weil wir handeln mit alle die großen Kryptowährungen. Ja, aber das Euro ja... ist sehr wenig. Nö, warum? Also, Kryptowährung kann ich auch mit einem Euro kaufen. Okay, so, Herr Lugner, haben Sie bestimmte Ziele? Wie viel möchten Sie verdienen mit 50 Euro? Weiß ich noch nicht. Mal sehen, es wird sich ja dann ergeben. Okay, so, ich würde dir raten, nur mit dem Mindestbetrag zu starten, 250 Euro. Ist das okay mit Ihnen? Na und warum haben Sie da jetzt den Mindestbetrag? Das haben Sie noch nicht erklärt. Kann ich das im Englisch sagen? Ach, das können Sie nicht sagen. Ja. Im Englisch, kann ich das sagen? Nee, wir sind ja jetzt hier in Deutsch. Dann wollen wir das auch auf Deutsch haben. Herr Lugner,
Das ist der Mindestbetrag. Ja, aber warum? Okay. Warum? Das ist der Mindestbetrag. Ja. Sie können mit weniger nicht starten. Ja, aber warum? Hallo? Hm? Hallo, wunderschönen guten Tag. Der kleine Apparat, spreche bitte mit dem Gerold Steiner. Hm? Grüße, Herr Steiner, schön, dass ich Sie am Apparat habe. Wir melden uns vom GCD Deutschland. Sie haben vor ein paar Tagen an der Umfrage Reisegutschein teilgenommen, ja? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Also ich habe hier den Gerold Steiner und hier steht, dass Sie an der Umfrage Reisegutschein teilgenommen haben. Und durch die Umfrage haben Sie einen Sofortgewinner erzielt, der versprochene 100€ Urlaubsgutschein. Mhm. Und in den nächsten 2 bis 3 Minuten werde ich Ihnen kurz schnell erklären, wie der 100€ Urlaubsgutschein funktioniert. Also Sie hatten ja bei der Umfrage teilgenommen und mitgemacht und dafür bekommen Sie als Dankeschön den 100€ Reisegutschein. Diesen können Sie innerhalb von 18 Monaten einlösen, gerne auch an Familie oder Freunde übertragen. Sie müssen also auch nicht gleich etwas buchen, der Herr, denn der Reisegutschein können Sie ganz Deutschland und europaweit nutzen. Zum Beispiel an der Karibik oder am Strand, auch auf den Bergen, wie Sie es gerne möchten. Damit er auch bei Ihnen ankommt, habe ich hier den Braunschweiger Straße 77 12055 in Berlin. Ist das korrekt, bitte, ja? Mhm. Wunderbar. Zum Schluss sehe ich hier, dass Sie aber in der Umfrage auch angegeben hatten, dass Sie Interesse an Gewinnchancen haben. Das ist die GCD, ist eine professionelle Gewinnspielservice und Kreierin reale Gewinnchancen für Sie und Sie melden sich halt jeden Monat bei den besten 200 Gewinnspielen in Deutschland an und zwar mit unseren E-Mails-Adressen und Nummern. Dann gibt es jeden Tag die Sofortmillion, das ist wie 6 aus 49. Aber täglich um 1 Million. Mit Ihren 7 persönlichen Glückszahlen dann einmal im Monat 1.000€ Cash, Herr Steiner. Das Beste dabei ist, Sie bekommen eine Rabattkarte, also das ist die Bonus-Club-Card und mit der Karte bekommen Sie bis zu 25% auf Ihren jeden Einkauf bei mehr als 1.000 Partner von uns. Das heißt, die Karte können Sie auch 6 Monate lang benutzen. Für 1,59€, wichtig ist, Sie bekommen keine sinnlose Punkte oder Smileys, nein, Sie bekommen bis zu 25% Cash direkt auf Ihr Konto nach dem Einkauf überwiesen, Herr Steiner. Haben Sie das bitte alles verstanden? Na, ich habe an einer Umfrage teilgenommen und dafür kriege ich einen Gutschein. Richtig. Und hinten dran hängen Sie dann ganz unauffällig noch eine Kaltakquise, die in Deutschland verboten ist. Wie bitte? Ich sage, und ganz hinten dran hängen Sie denn noch eine Kaltakquise, die in Deutschland unter Strafe steht? Nee, wer hat das denn gesagt? Wer hat das denn jetzt wieder gesagt? Na, Sie. Nee, Sie bekommen ja die Karte, aber den Gewinn und den Gutschein, das ist ja gratis. Dafür zahlen Sie ja gar nichts. Ja, aber dann dürfen Sie nicht noch zusätzlich ein Angebot unterbreiten, weil Sie haben kein Double Opt-in dafür. Wie bitte? Nicht wie bitte, genauso wie ich es gesagt habe. Sie haben keinen Double-Opt-In. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Ja, Sie haben keinen Double-Opt-In. Sie dürfen gar nicht bei mir irgendein Angebot am Telefon unterbreiten. Aha, und da haben Sie dann nichts weiter dazu zu sagen, oder was? Mhm, und jetzt tun wir so, als hätten wir telefonische Probleme, oder was? Hallo, guten Tag. Mhm. Johann Kapellischer Apparat. Ich spreche mit Herrn Martin. Nee, mit Herrn Martin nicht. Das ist okay, mein Vorname. Sie bekommen einen Anruf von Europäischer Finanzbörse. Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Herrn Martin Schröder-Primel sprechen. Ja, Herr Schröder ist am Telefon. Okay. Wie ich sehe, Sie haben Interesse gezeigt auf unserer Plattform. Ja. Richtig? Da steht da, Sie haben Interesse online zu handeln. Mit Kryptowährungen. Aha. Ist das so oder nicht? Ja, weiß ich nicht, Sie rufen mich doch an. Okay, also, genau darum bekommen Sie auf, dass ich sehe, dass Sie haben eine offizielle Anfrage gemacht auf die Frankfurtische Börse. Meine Arbeit ist, Ihnen dabei helfen und alle richtigen Informationen zu geben über dieses Thema, ja? Mhm. Okay, sagen Sie bitte mir, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie gemacht oder so etwas? Was denn? Also, Trading. Das habe ich schon mal gemacht, ja. Mhm. Haben Sie schon, okay. Wann haben Sie das gemacht? Womit haben Sie gehandelt? Mit Währungspaare, das ist schon eine Weile her. Okay, war das erfolgreich? Ich würde sagen, durchwachsen, also zumindest habe ich kein Minus gemacht. Okay.
Hier zur Zeit, Sie haben Interesse gezeigt, mit mathematischer Software online zu handeln. Kryptowährungen, stimmt? Na, da war irgend so eine Werbung, ja, da habe ich mich mal eingetragen. Ja. Und dann kam da eine Webseite, die kaputt war. Die Webseite war kaputt, warum? Ja, ging nicht, da war dann nichts, konnte mich nicht einloggen. Okay, also das kann sein, irgendwelche technische Probleme, da haben Sie irgendwas falsch gemacht. Aber wir können das ganz einfach erledigen. Ach, ich habe was falsch gemacht. Aha, da war ich wohl so blöd, meine Daten in die Werbung einzugeben und das Skript der Webseite dann auch noch richtig zu schreiben, ne? Also, das habe ich nicht gemeint. Das bedeutet, kann sein, Sie haben irgendwas falsch geklickt oder... Nö, so ich habe auf Anmelden geklickt und dann stand da, ich soll mich registrieren, obwohl ich mich gerade eigentlich registriert habe. Okay, mache ja Folgendes. Ich werde... einmaliges Passwort vorbereiten für Sie, wenn Sie das wollen, und Sie können das ganz einfach zweimal einloggen, ja, und danach diese Passwort ändern. Ist gut für Sie? Und Sie wollen ein seriöses Unternehmen sein? Also eine Bank darf auf gar keinen Fall ein Einmalpasswort erstellen. Also, wenn Sie haben ein Online-Banking gemacht, haben Sie bekommen ja, aber, nicht von der Bank. Das Passwort, das vergibt man sich ausschließlich selbst. Und wenn man das dann verschlüsselt... Das bekommen Sie auch automatisch. Ja, dann bekommt man Passwort. Da bekommt man kein automatisches Passwort. Das ist Quatsch. Was bekommt... Was ist falsch? Okay, sagen Sie bitte mir, was ist falsch? Ja, dass Sie ein Passwort selbst erstellen können. Das geht nicht. Das ist in Deutschland nicht legal. Also, ich kann... Warten Sie kurz. Ich kann in meine Technikabteilung schreiben, dass Sie, persönlich Sie, haben ein Problem mit Einloggen und... Unsere technische Abteilung macht für Sie einmaliges Passwort. Das bekommen Sie automatisch, womit Sie einloggen. Ja, habe ich Ihnen ja gerade erklärt. Eine technische Abteilung darf das nicht machen. Das ist illegal in Deutschland bei Bankgeschäften. Also, am Anfang sage ich Ihnen, das ist kein Bank, das ist Onlinehandel. Ja? Das ist ja das Gleiche. Auch die frankfurtische Börse. Nein, das ist nicht gleich. Ja, das ist gleich zu werten. Das ist Finanzhandel. Okay, sagen Sie bitte mir, was für ein Interesse haben Sie? Was kann ich für Sie machen? Ja, ja, eigentlich hatte ich Interesse an einem seriösen Unternehmen, aber da gehören Sie nicht dazu. Okay, haben Sie solche Meinung. Okay, wie Sie es wollen, also ich werde Ihnen nichts sagen, also das ist Ihre Entscheidung, sowieso ich respektiere Ihre Meinung, ja. Wie Sie es wollen. Na, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, ciao, ciao. Ja, dann respektiere auch, dass ihr Betrüger seid. Also, das ist unseriös, was ich jetzt gerade sage. Nee, unseriös seid ihr ja da mit eurem Saftladen. Ja, Sie sind unseriöse Personen. Ja. Genau, so reagiert jede seriöse Bank. Das hast du aber toll gesagt. Mhm. Ich habe schon gesagt, das ist kein Bank. Ich dachte, du respektierst das, du Abzocker. Guten Tag, mein Name ist Lisa Power, ich spreche bitte mit Rainer Zufall. Ja, Rainer Zufall hier, ja. Das ist der Rainer Zufall, ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Und ich wollte Sie kurz fragen, was für einen Tag möchten Sie bei uns die Plattformen neu starten? Können Sie Ihr Mikrofon mal irgendwie so machen, dass man Sie auch versteht? Verstehen Sie mich? Jetzt ja. Super. Wie gesagt, ich melde mich von Bitcoin und ich wollte Sie kurz fragen, mit was für einem Betrag möchten Sie bei uns neu starten? Mhm. So fängt man heute an bei so einem Gespräch? Okay. Wirkt ja sehr seriös. Sie haben doch die Plattform online geöffnet. Ja, nee, das ging ja nicht. Ich habe mich ja in der Werbung angemeldet und dann kam da Undefinet oder irgendwas stand da und es wurde nicht weitergeleitet. Und jetzt ruft ihr mich ja an und ich soll gleich Geld einzahlen und weiß nicht mal wo. Ist ja sehr seriös. Bei Bitcoin, bei den Plattformen, habe ich schon gesagt. Ja, aber nicht die Webadresse, den Firmennamen nicht. Bitcoin Buyer ist besser zu sagen, Bitcoin Profit. Aha. Ja, und wie ist die Firmierung? Bitcoin Buyers. Ja, aber die Firmierung? Bitcoin Profit und Bitcoin System heißt die Plattformen. Ja, und weiter? Wie heißt die Weil Firma? Haben Sie schon Interesse, Zufall hat er nicht. Bitcoin Profit, habe ich schon gesagt, mehrmals. Ja, und aber wie ist die Firmierung am Ende? Bitcoin Profit ist ja nur die Firma, aber nicht die Firmierung. Die Plattform heißt so, ich weiß nicht, wie was Sie mir ganz genau jetzt fragen. Also Sie rufen mich an und sagen dann, Sie können meine Fragen gar nicht beantworten. Mensch, das ist ja seriös. Okay, Herr Zufall, ich glaube, Sie haben nicht so viel Interesse... wie ich das sehen kann. Aha. Also Sie sind unseriös und werfen mir denn Desinteresse vor. Okay. Aha, ich bin unseriös. Okay, ich entschuldige mich dann für die Störung. Vielleicht finden Sie jemanden, der seriös ist. Ja, putzen, alles aber vergessen Sie sich nicht, die Zähne zu putzen bei dem Scheiß, den Sie labern. Das
so, Respekt Betrüger. Haben Sie. Ja, super. Betrüger. Super. Betrüger. Mhm. Abzocker. Schämt ihr euch eigentlich nicht für das, was ihr da so macht? Menschen betrügen und ausnehmen? Hallo, und schönen guten Tag. Mein Name ist Lisa Bauer und ich melde mich in die Plattformen, die Sie online geöffnet haben. David mit Herr Stär. Wie bitte? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Herr Stär, spreche ich bitte. Nee, mit Herr Scher, mit Herrscher, aber nicht mit Herr Stär. Nein, Scher. Ja, Herrscher. Okay, sehr schön, Sie zu erreichen, Herr Scher. Ich melde mich von die Plattformen, die Sie online geöffnet haben, und ich wollte Sie kurz fragen, mit was für einem Betrag möchten Sie bei unserer Plattform neu starten? Was denn für eine Plattform? Für Bitcoin. Bitcoin ist doch keine Plattform. Bitcoin ist eine Währung. Genau, aber für die Plattform Bitcoin Profit. Ach so. Ja, kenne ich nicht, sagt mir nichts. Sie waren doch online. Nö, ich habe mich gerade bei so einer Werbung angemeldet und dann kam da ein Fehler mit 404. Mhm. Hat man eure kriminelle Saftbude wahrscheinlich schon platt gemacht, ne? Mhm. Mhm. Macht Spaß, in so einem betrügerischen Unternehmen zu arbeiten? Haben Sie... Herr Gerald, ja? Ja, aber der Nachname, nicht Gerald. Gerald-Vorname. Entschuldigung, Herr Zielein, ja? Ja. Okay. Herr Zielein, ich bin Regina Meyer, ich bin eine steuerliche Kontoberaterin und ich habe gesehen, dass Sie haben Interesse mit Online-Kryptohandlung, ja? Also Callcenter-Mitarbeiter. Mit Ethereum, mit anderen Coinen, ja? Hm. Also, ich habe gesehen, dass Ihre Handelskonto ist nicht aktiviert und ich bin dabei zu helfen, okay? Mhm. Hallo? Ja, hallo. Okay. Sie haben gesehen, Video oder gelesen über das, ja? Und Sie haben eine Besetzung gemacht. Ja, aber ich wollte mir jetzt erstmal... Für diese Aktivation, Sie müssen minimal Investition machen, ja? Das ist von 250 bis 1.000 Euro, ja? Ja, aber ich wollte mir jetzt erstmal einen Döner kaufen gehen. Wie bitte? Ich sagte, ich wollte mir jetzt einen Döner kaufen gehen. Musst du später anrufen. Okay, um wie viel Uhr haben Sie Freizeit? Was? Um wie viel Uhr haben Sie Zeit? Machen wir so 18 Uhr. 18 Uhr? Hm. Aber, okay, kein Problem. Ja. Okay. Herr Steinchen, guten Tag. Weiter von kam Telefon bezüglich Bitcoin-Handel an der Börse. Mhm. Und Sie arbeiten am Feiertag? Ja, natürlich. Mhm. Und Sie? Aber Sie wissen schon, dass am Feiertag die Börse zugehört hat. Also doch, arbeiten wir. Wir haben zu viel Kunden und müssen kommunizieren. Aha, naja, dann erzählen wir. Ja. Okay, sagen Sie bitte, bezüglich Bitcoin-Handel, das ist bei Ihnen noch interessant aktuell? Ja, schon, ja. Hm. Also, okay. Sagen Sie bitte, was interessiert Sie genau? Ich weiß jetzt nicht, was Sie von mir wollen. Sie rufen mich an und... Keine Ahnung. Ja, Anfang Oktober haben Sie sich bei uns angemeldet. Es geht um Börsenhandel. Wir haben verschiedene Finanzprodukte. Deshalb frage ich, was für Sie persönlich interessant ist. Aktien, Rohstoff, Kryptos, Devisenmarkt, ja, oder? Und wie heißt die Seite, wo ich mich angemeldet habe? Golden Gate Global. Und wann habe ich mich da angemeldet? Anfang Oktober. Aha. Und da rufen Sie jetzt an. Kann sich ja gar keiner mehr daran erinnern. Ja, ich habe sich angemeldet, Ihre Kontaktdaten sind hinterlassen und Ihr Konto bleibt nicht aktiviert. Deshalb rufe ich Sie an. Ach so. Sagen Sie bitte, wann möchten Sie Ihr Konto aktivieren und den Handel beginnen? Ja, weiß ich nicht. Also bei Ihnen auf jeden Fall nicht. Wie bitte? Ich sage bei Ihnen auf jeden Fall nicht. Ja, ja, bei uns ist das Konto nicht aktiviert. Ja, richtig. Bitte. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal Ihr Konto besucht? Ja, bei Ihnen gar nicht mehr. Wie gesagt, bei Ihnen zahle ich kein Geld ein, bei Betrügern. Ja, ja. Es bleibt nur
alles ist richtig. Okay, und ich möchte fragen, wann möchten Sie das machen? Oder haben Sie vielleicht die Fragen? Eieiei, also mit Intelligenz hat es nicht viel zu tun. Warum? Naja, also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was man dazu noch sagen soll. Ja, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen per E-Mail einige Informationen schicken, Sie werden lesen, dann sollten Sie entscheiden, ob das Lesen noch interessant ist. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Naja, und was machen wir weiter? Was? Was machen wir weiter mit Ihnen? Nee, also können Sie mir da mal einen vernünftig deutsch sprechenden Mitarbeiter geben, weil Sie versteht man gar nicht. Das ist ja absolut Kakerlake. Verstehen Sie mich nicht? Nee. Oder was meinen Sie? Habe ich doch jetzt schon beantwortet, oder nicht? Hallo. Ja, hallo. Ja, hier. Hallo. Hallo. Ja. Ludo. Was denn? Guten Tag. Das ist Chris am Apparat von Bitcoin System. Ich sehe, dass Sie haben sich bei uns registriert. Ja, und wie möchten Sie sprechen? Ludolf Lügner. Ja, Herr Lügner, ja, genau. Ja, Herr Lügner. Lügner. Okay, kann ich mit Ihnen sprechen? Ja. Ja, was denn? Okay, sind Sie interessiert, Ihr Konto zu aktivieren, Herr Lügner? Ja, was denn für ein Konto? Sie haben ein Konto bei uns erstellt für die automatische Bitcoin-System. Aha, okay. Okay. Sind Sie interessiert, Ihr Konto zu aktivieren? Ja, weiß ich nicht. Was, erzählen Sie doch mal was. Sie sagen ja nicht mal, von wem okay. Sie anrufen, was Sie für eine Firma sind, was Sie machen, was ich da aktivieren soll. Sie erzählen ja gar nichts. Ich schicke Ihnen eine E-Mail mit alle den Anweisungen. Nee, da gucke ich nicht rein, nein. Herr Lügner, warum verschwenden Sie unsere Zeit an? Bist du bescheuert? Du rufst mich an und verschwendest meine Zeit. Ja, aber Sie haben ja Daten hinterlassen auf unserer Webseite. Nee. Ich habe meine Daten nicht hinterlassen. Nee, das stimmt nicht. Ich habe meine Daten in der Werbung angemeldet und nicht auf eurer Webseite. Das ist ja Quatsch. Oh, guten Tag. Ich heiße Klaus Klee. Ich rufe von Internationale Investmentbank Tower Source. Mhm. Haben Ihre Daten auf unserer Handelsplattform hinterlassen, mit unserer automatischen Software zu handeln. Und nee, meine das stimmt nicht. Noch einmal bitte? Ich sagte, das stimmt nicht. Mhm. Sagen Sie wieder, heißen Sie Rudolf? Das ist mein Vorname. Mhm. Scher? Ja, das, Herrscher ist mein Name, ja. Mhm. Und, Sie haben sich auf unser, Handelssystem, Swiss Method APO registriert. Nein, das ist falsch. Ich habe mich auf einer Werbung registriert. Mhm. Und wo haben Sie sich registriert? Ja, auf einer Werbewebseite, Swiss Method. Mhm. Ja, und jetzt, Sie können mit unserem Unternehmen automatisch handeln und Geld verdienen. Ach so. Mhm. Ich habe Ihnen schon ein E-Mail gesendet, der heißt Tower Source Account von Klaus Lee. Dort gibt es das Dauertaste Login, Sie können immer klicken und unsere Plattform und Ihr Konto öffnen. Auch dort gibt es Ihr Login, temporäres Passwort und meine E-Mail-Adresse, Sie können mir immer schreiben. Hm. Aber Ihr Mikrofon ist scheiße eingestellt, man kann Sie kaum verstehen. Mhm. Gut, können Sie einfach überprüfen, ob Sie mein E-Mail bekommen? Haben Sie mir gerade zugehört? Hallo? Hallo, ja? Ja, Sie hören mir nicht zu. Ich habe gesagt, Ihr Mikrofon ist scheiße. Hallo? Mikrofon was? Ja, ist scheiße. Ist kaputt, im Arsch. Mhm. Also, aber Sie hören mich und ich höre Sie. Ja, ich höre Sie aber ganz schlecht. Mhm, gut. Können Sie bitte einfach überprüfen, ob Sie mein E-Mail bekommen? Mhm. Und kann Sie, gleich nachdem Sie Ihr Mikrofon ausgewechselt haben. Okay. Aber das stört nicht ein E-Mail lesen oder schreiben. Doch, das stört mich auch.
Wir können einfach per E-Mail besprechen alles. Nö. Sagen Sie bitte, warum? Ja, weil ich keinen Bock auf E-Mail habe. Sie haben kein E-Mail bekommen? Ich habe keinen Bock auf E-Mail, habe ich gesagt. Mhm. Und Sie haben Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, rudolfscher@mdccvun.de. Tut es eigentlich weh, so einen Quatsch zu erzählen? Erzählen? Kannst du eigentlich ein Wort Deutsch frei oder musst du alles ablesen? Sie haben Ihr E-Mail hinterlassen und ich habe Ihnen ein E-Mail gesendet. Ja, genau. Wunderbares Deutsch. Ich frage mich, wie man solche Leute da überhaupt ans Telefon setzen kann. Macht man damit Geld, ja? Mhm. Weil intelligent ist ja was anderes. Aber wir haben auch schon mal gesprochen miteinander. Ich glaube, 2 oder 3 Stunden lang sogar. Mhm, gut, gut. Okay. Und was gibt's so Neues? Herr Scher, dann ja. Kann ich Sie später anrufen oder ich, oder was? Nee, oder jetzt bin ich ja hier. Gut. Hallo, noch schönen guten Tag. Ich spreche mit Günther. Ja, Günther. Günther ist mein Vorname. Ich glaube, ich bin falsch verbunden. Was? Guten Tag. Mhm. Herr Gustav, hier spricht Dizzy King. Nee, Herr Gustav, ich rufe falsch. Vom Finanzmarkt. Sie haben sich bei uns gemeldet, hallo. Weil Sie... Wen ja, möchten... Herr Gustav, hier. Nee, nicht Herr Gustav. Wen möchten Sie sprechen? Ich will mit Herrn Gustav Rentort telefonieren. Herr Rentort, nicht Herr Gustav. Ja, genau. Ja. So, und jetzt? Also, Sie haben sich bei uns gemeldet, weil Sie Interesse gezeigt haben, im Finanzmarkt zu handeln, richtig? Nein. Also, ich habe gerade Ihre Daten bekommen. Sie haben sich bei uns an Investcore registriert, damit Sie Ihre Hand... Auch das ist falsch. Wie bitte? Auch das ist falsch. Ich habe mich auf einer Werbung registriert und nicht bei Investcore. Und wann, wo haben Sie, wo habe ich Ihre Daten? Ja, weiß ich nicht, dann wird die Werbung das an Sie weitergeleitet haben, aber ich habe mich ja nicht auf Ihrer Webseite registriert, sondern bei der Werbung. Aha, also wir aktivieren Ihre Handelskonto, damit Sie weiter handeln können. Aha. Also ich kann Ihnen jetzt gerne weiterhelfen, damit Sie Ihre Handelskonto aktivieren können und Ihre Handelskarriere beginnen. Braucht man da Hilfe, ja? Aha, sehe ich schon. Also für die Aktivierung kann ich Ihnen gerne einen Link schicken, damit Sie alles selbst von Ihrer Seite machen können. Passt das Ihnen gut? Nö. Und wie wollen Sie das machen? Ja, weiß ich nicht. Also ich, deswegen bin ich da, ja? Ich kann Ihnen gerne weiterhelfen damit. Aha. Also Sie machen alles selbst von Ihrer Seite. Ich schicke Ihnen nur einen Link. Und machen Sie alles von Ihrer Seite selbst. Ja, aber wozu brauche ich denn dann einen Link, wenn ich schon auf Ihrer Seite bin? Ja, also wenn Sie einen Mastercard haben, Sie können gerne in Plattform das machen. Ja. Aha, sehr gut. Jetzt also, Sie sind in Plattform, oder? Ja. Ah, sehr, Sie Finanzen. Ja, na, da habe ich ja schon ein Konto erstellt gerade. Ja, genau. Also, Sie sind nicht mehr aktiv, oder? Hä? Wie? Doch, ich bin ja online auf der einen Seite. Aha, sehe ich ja. Sie haben dort Finanzen. Ja, habe ich doch schon alles angelegt. Worum geht's denn jetzt noch? Sie brauchen auf die Finanzen klicken, damit Sie also die Betrage also wählen können, ja? Die 3 Betrage. Ja. Aha, sehe ich ja. Ich habe ja schon 2 Konten angelegt. Haben Sie ein Mastercard? Nö. Und welche Zahlungsmethode haben Sie? Welche Zahlungsmethode ich habe? Ja, genau.
Murmeln. Also ich meine nicht, dass ein Visa oder Mastercard oder ein Girokonto. Girokonto ist ja keine Zahlungsmethode. Man kann mit Girokonto eine Einzahlung machen, Herr Gustav. Ja, aber es ist ja keine Zahlungsmethode. Ja. Überweisung ist eine Zahlungsmethode, aber nicht Girokonto. Meine Güte, setzen Sie da Kackbratzen hin, die wirklich noch dämlicher sind als ein Stück Scheiße am Straßenrand, wirklich. Mehr Intelligenz habt ihr da nicht. Und Sie auch. Ja, danke. Hallo, wunderschönen guten Tag. Ich würde mich jetzt hier abrufen. Ja, Herr Rablass, sind Sie hier, ja? Ich melde mich in die Plattform, die so ein Geld. Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Können Sie etwas deutlicher sprechen? Hallo, guten Tag. Ja. Hier richtet sich okay. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt. Ja, Sie haben sich bei uns gemeldet, weil Sie Interesse gezeigt haben, den Finanzmarkt zu handeln, richtig? Wen wollen Sie denn sprechen? Mein Name ist Sissi Kien, ich rufe Sie vom Finanzmarkt, also von Investcore. Ja, und wen wollen Sie sprechen? Ich will mit Herrn Ablassen sprechen. Ja, Sommerbrat. Ja, sehe ich schon. Worum geht's? Guten Tag, Herr Huber. Hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich was, ja. Ja, sehe ich schon. Also ich rufe Sie vom Finanzmarkt. Mhm. Sie haben sich bei uns gemeldet, weil Sie Interesse gezeigt haben, im Finanzmarkt zu handeln, richtig? Mhm. Ja, sehr, sehr gut. Ich kann Ihnen gerne weiterhelfen, damit Sie Ihre Handelskonto aktivieren können. Okay. Haben Sie schon Erfahrung im Finanzmarkt? Mhm. Sie sind Anfänger. Mhm. Okay, sehe ich schon. Also für die Aktivierung, ich kann Ihnen gerne einen Link schicken, damit Sie alles selbst von Ihrer Seite machen können. Was ist Ihnen gut? Wozu brauche ich den? Also ich schicke Ihnen einen Link, ja? Nur sagen Sie bitte, welche Zahlungsmethode haben Sie. Ist das ein Visa-Card oder Mastercard? Also damit ich richtige Link schicken kann, ja? Wozu brauche ich den Link? Also für die Aktivierung, ja, damit Sie von Ihrer Seite Ihre Handelskonto aktivieren können. Mache ich das nicht auf Ihrer Webseite? Nee, wenn Sie ein Mastercard haben, Sie können gerne eine Plattform machen. Aha. Wenn nicht, also ich kann ein Link von anderer Plattform schicken, kein Problem. Deswegen, ja, freut mich. Okay. Welche Zahlungsmethode haben Sie, Herr Rübe? Wie meinen Sie das? Welche Zahlungsmethode haben Sie? Also welche Karte? Ja, ist das ein Visa, Master oder ein Girokonto? Da habe ich N26. Wie bitte? N26. Also, Kreditkarte haben Sie nicht? Da weiß ich nicht, ob das eine ist. Also ich meine eine Visa oder Mastercard. Hallo, Herr Rüber? Ja. Ja, also Rüber. Haben Sie eine Kreditkarte? Ja, Herr Rüber, nicht Herr Rüber. Ja, Herr Rüber, haben Sie eine Kreditkarte? Weiß ich nicht. Wozu braucht man die? Hallo? Wozu braucht man Herr die? Herr Rüber, also ich kann Ihnen gerne weiterhelfen, wenn Sie das wollen. Wollen Sie? Ja, ich frag doch, wozu man das braucht. Weil ich kenne sowas nicht, so eine Karte. Guten Tag, Herr Zierlein. Hören Sie mich gut? Ja. Okay, danke Gott, dass Ihre persönliche Kontobereiterin vom Krypto handeln. Sie sind auf unserer Website registriert. Ich bin von Unternehmer Inertia Finance. Erinnern Sie sich daran? Welche Webseite? Inertia Finance. Unternehmer Inertia Finance. Erinnern Sie sich daran? Sie haben unsere Werbung gesehen. Nee. Was Kryptohandlung? Keine Ahnung. Was meinen Sie, keine Ahnung? Sie hatte mit meiner Kollegin gestern um 18 Uhr einen Termin, ja? Und aber sie waren nicht erreichbar, daher rufen wir heute sie an, ja? Sie haben gemeint, dass ich habe keine Zeit, rufen Sie bitte um 18 Uhr an. Und Sie meinen jetzt, dass Sie überhaupt keine Ahnung haben, ja? Dass es nicht an uns gilt. Nur weil ich sage, ich kann mich nicht erinnern, heißt es noch lange nicht. Schönen Tag.
Ich spreche mit Herrn Martin. Nee. Hallo? Herr Martin gibt's hier nicht. Wie heißen Sie? Sie rufen mich doch an, was soll denn das? Das geht um Onlinehandel. Ja, aber einen Herrn Martin gibt's hier nicht. Okay. Ja, wen wollen Sie denn sprechen? Ich bin Ihre Kontoberaterin. Das geht um Onlinehandel. Wen möchten Sie sprechen? Ja, also, schönen Tag, tschüssi. Dumme Kuh. Sprich mit der Zielline? Mhm. Jetzt kommt der Berater in Lina am Apparat. Ich rufe Sie von CryptoCode an. Sie haben sich angemeldet, ja? Aha, also aus dem Callcenter rufen Sie mich an, ja? Wie bitte? Sie rufen mich aus dem Callcenter an. Ja, Sie haben sich für CryptoCode angemeldet. So, Sie haben Interesse am Onlinehandel gezeigt. Ja, genau, ja. Darf ich wissen, ja, haben Sie schon mal Erfahrungen oder das ist Ihr allererste Mal? Ja, geht so. Wie bitte? Ja, geht so, sag ich. Sie haben Erfahrung mit Kryptos? Mhm. Okay. Welche Krypto genau? Bitcoin? Warum wollen Sie das wissen? Vielleicht, ich soll wissen, ob unsere Kunde etwa Erfahrung hat oder sind Anfänger. Ja, habe ich Ihnen doch jetzt gesagt. Wer bitte? Habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Sie haben gesagt, dass Sie Erfahrung haben, ja? Ja, ein bisschen, ja. Okay, so. Herr Zielein, mit wie viel Betrag wollen Sie anfangen zu handeln? Das ist dann immer so gleich die zweite Frage, wenn man jemanden anruft, ja, anstatt erstmal seriös das Unternehmen vorzustellen. Ich fühle, dass Sie auch nicht seriös sind. Ich frage etwas und Sie antworten nicht richtig. Was ist denn los, dass Sie sagen, mit welcher Krypto Sie gehandelt haben vorher? Naja, das Problem ist, dass hier eigentlich ausschließlich nur Kakerlaken und Betrüger anrufen, die Menschen erpressen und abzocken. Und da gehören Sie ja scheinbar auch dazu. Sie können ja nicht mal vernünftig Ihre Firma vorstellen. Im Hintergrund läuft Musik und ja, Ihr Deutsch ist auch furchtbar. Was ist daran schlimm, wenn im Hintergrund Musik läuft? Was ist daran schlimm? Ja, sowas machen ausschließlich unseriöse Unternehmen. Echt? Ja. Ich wüsste das nicht. Ja, das ist mir schon klar, dass man das nicht weiß, wenn man ausschließlich auch nur in einem unseriösen Unternehmen gearbeitet hat. Ja, natürlich. Ja. Und Sie wissen alle unseriöse Firmen, ja? Nicht alle, aber viele, ja. Okay. Okay. Wiederhören, Herr Zielein. Ja, ganz bestimmt sogar. Ja. Wiederhören. Hallo, schönen guten Tag. Ich kann nicht verstehen. Irgendwie ist Ihr Mikrofon ganz abgehackt. Tut mir leid, ich habe versucht, die Luise Aufgang zu erreichen. Nee, eine Luise Aufgang gibt es hier nicht. Luis. Luis, ja. Luis, dann Luis. Das sind Sie? Ja. Super, dann Michael Meyer, mein Name von Tether Global. Ich sehe, dass Sie sich bei uns für den Bitcoin-Handel registriert haben. Ja, richtig. Keine Ahnung, wann denn? Sollte heute gewesen sein, vor 20 Minuten ungefähr? Nee, haben sie nicht. Okay, dann war es wohl ein Fehler. Tut mir leid. Ich hab nur. Hallo, Klaus Bengel, ja? Ja. Guten Tag, hier ist Dante O. Ich rufe Sie von der Europäischen Haupthandelszentrale. Sie sind auf unserer Währung registriert, deswegen rufe ich Sie an. Ach so. Ich bin Ihre persönliche Kontoberater und jetzt bin ich dabei, hier Ihnen alles Schritt für Schritt erklären und danach Ihnen helfen, Ihre Konto bis Ende zu aktivieren. Am Anfang habe ich ein paar Fragen für Sie, okay? Haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich oder sind Sie neu bei uns? Ja. Okay, jetzt interessiert mich, was ist Ihre Motivation? Warum sind Sie jetzt mit Onlinehandel interessiert? Braucht man die Frage, ja. Wunderschön. Jetzt sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie es ausprobieren? Mit einem Euro. Ja.
Erste normales Konto, Mindestlange ist 250 Euro, um ein aktives Konto auf dem Finanzmarkt zu haben. Damit erhalten Sie eine automatische Software, das was Sie ganz eigenständig kauft und verkauft, durch algorithmische Statistiken. Einen personalischen Finanzexperten kriegen Sie auch noch zugewiesen, mit mindestens 8 Jahren Erfahrung. Der stellt die besten Handelsstrategien für Sie und stellt das automatische Handelssystem individuell für Sie ein. Okay? Wie viel machen Sie investieren? 1 Euro. Bitte? 1 Euro. Wie heißt deine Bank? Meine Bank? Welche Karte verwenden Sie zur Aktivierung? Visa, Karte oder Mastercard? Ja. Welche? Ja. Ja, ist richtig. Wie viel mochten Sie investieren? Na, 1 Euro. Nach Lutz? Nee. Das ist mein Vorname. Wie heißen Sie? Lutz Voldemort. Genau. Herr Voldemort, ich bin Ihre Kontoberaterin, Svea Fischer von Globales Finanzmarkt. Und was ist so lustig an meinem Namen? Was? Was ist so lustig an meinem Namen? Das ist nicht lustig, Herr Voldemort. Aber Sie haben gelacht. Ja, was ist los? Ja, ist nicht höflich. Sie haben angemeldet, unsere Plattform, in Astia Finance. Ja. Ja, und Sie wollen Ihren Handel beginnen. Vielleicht, ja. Aha, ich will gerne Ihnen zu helfen. Wir können zusammen Ihr Konto aktivieren. Also, können Sie mir sagen, das ist Ihr erstes Mal oder Sie haben schon Erfahrung? Ja, das ist mein erstes Mal. Möchten Sie mir mal was über Ihre Firma erzählen? Ja. Na dann los. Also, Sie können bei uns versuchen, so viele Produkte, zum Beispiel Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen, und Sie können anfangen, Ihre Handel als so verschiedenen Produkte, ja? Also, Sie bekommen auch Probezeit von unserer Seite nach Aktivierung und Sie können arbeiten mit professionellen Finanzisten, Herr Lutz. Ja, kann man die Probezeit auch weglassen? Nach der Aktivierung, Sie bekommen 2 Wochen. Sie können anfangen und wenn Sie beginnen, zum Beispiel mit 500 Euro oder mit 1000 Euro, Sie bekommen Probezeit Geld, 30% von diesem Geld, ja? Und Sie können mit diesem Geld anfangen, nicht direkt mit Ihrem Geld anfangen. Also Sie arbeiten mit den professionellen Finanzisten und sollen alles erklären und zeigen, wie das läuft, wie viel Sie können Gewinn haben, ja? Das alles. Ja. Alles klar. Also jetzt, wie viel Sie wollen anfangen als Anfänger? Ja. Wie viel Geld Sie wollen beginnen? Wie viel Geld ich beginnen? Mhm. Weiß ich nicht. Sie wissen nicht, wie viel. Genau. Vielleicht ich kann Ihnen zu helfen, ja? Ja. Sie können also mit 1000 beginnen. Ich kann geben Ihnen circa 400 Euro als Bonus. Ja. Also, Herr Lutz, momentan, Sie sind bei uns. Können Sie mir sagen, was sehen Sie bei uns? Ich bin gerade nicht am Computer. Herr Lutz? Ja? Was machen Sie gerade? Was ich gerade mache? Ja, was machen Sie gerade? Scheißen. Was? Scheißen. Scheißen? Scheißen. Scheißen? Ja. Was das bedeutet? Ja, kacken. Sie sind nicht normal, ja, vielleicht. Sie sind ein bisschen blödes Person. Beleidigen Sie immer Ihre Kunden? Arschloch. Warum beleidigen Sie Ihre Kunden? Hallo, spreche ich mit Herr Voldemort? Hm. Schönen guten Tag, hier ist Anke Goldberg. Ihre persönliche Kontoberaterin, ich rufe Sie von Inertia Finance und Telema. Wie ist es, Sie sind gerade auf unserer Webseite registriert, daher rufe ich Sie an, damit ich Ihnen dabei helfen kann. Ja?
Ja, Herr Voldemort, genau. Also, haben Sie in diesem Bereich Erfahrung oder sind Sie ganz neu bei uns? Ja. Also, haben Sie schon mal gehandelt? Nein. Nein. Okay, also, von also unserer Seite bekommen Sie ein Software-System, das ist überhaupt kein Problem, Herr Voldemort. Ja. Und natürlich, wissen Sie, was Software-System ist? Was? Wissen Sie, was Software-System ist, Herr Voldemort? Was? Hören Sie mich akustisch gut? Jetzt wieder ja. Okay, sehr gut. Also, von unserer Seite, wenn Sie keine Erfahrung haben, bekommen Sie ein Software-System. Wissen Sie, was Software-System ist? Ja, das verstehe ich dann immer nicht zum Schluss. Also, okay, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen, wenn, damit Sie mich besser verstehen. Ist dies besser für Sie? Ja. Okay. Also, wenn Sie überhaupt keine Erfahrung haben in Kryptohandlung, von unserer Seite bekommen Sie ein Software-System und ich habe also Handelssystem. Wissen Sie, was Handelssystem ist? Ja. Das ist System, damit können Sie gucken, was passiert auf den Finanzbörsen und Sie können es verfolgen, ja, und Überblick haben. Und noch dazu bekommen Sie von unserer Seite einen Finanzberater, ja. Der wird Ihnen dabei helfen, das Geld zu verdienen, Herr Voldemort, ja? Das Geld zu verlieren? Verdienen, Herr Voldemort, nicht zu verlieren, sondern so. Zu verdienen. Mhm. Genau. Herr Voldemort, er wird Ihnen dabei helfen, ja, Handelsplan zu erstellen und er wird Ihnen Analyse geben, Prädiktionen geben und so weiter und so fort. Was passiert auf den Finanzbörse? Was passiert mit den Preisen? Ist das erhöht oder ist das gesunken und so weiter und so fort, ja? Wissen Sie schon, mit welchem Betrag müssen Sie anfangen zu handeln? Nö. Also, auf offizielle europäische Finanzbörsen, die Preise, ja, also die Betrag, womit Sie können anfangen zu handeln, ja, ist zwischen 250 und 1000 Euro, ja. Mindestbetrag ist 250 Euro, womit Sie können anfangen zu handeln, ja? Es ist Mindestbetrag. Die 1000 Euro, wie gesagt, natürlich, es hängt an Sie, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln, ja? Mhm. Herr Voldemort. Ja. Mit 250 Euro natürlich können Sie anfangen zu handeln, ja? Ja? Genau. Also, Herr Voldemort, können wir zuerst anfangen, mit technischen Sachen zu erledigen? Machen wir Ihr Handelskonto, also aktivieren wir es bis zum Ende, ja? Machen wir es fertig und danach erkläre ich Ihnen alles. Und danach, natürlich gehen wir weiter, Schritt für Schritt, ja? Mhm. Okay, sind Sie, Herr Voldemort, also am Computer? Nein. Sind Sie mit dem Handy? Sind Sie also mit dem Handy, haben Sie Ihr Konto erstellt? Nein. Was meinen Sie mit Nein? Na, Nein ist eine negative Aussage. Genau, das weiß ich, aber also Sie sind registriert, Sie haben unsere Werbung gesehen. Ja. Und daher meine ich, haben Sie es mit dem Computer durchgeführt oder mit dem Handy? Nein, ich benutze eine Kugel. Wie bitte? Ich benutze eine Kugel. Hallo? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Sebastian Schwinke? Wie bitte? Spreche ich mit Herrn Sebastian? Ja, das ist mein Vorname und der Nachname? Schwinktitter. Ja. Genau, Herr Schwinktitter, Erwin Schulz ist am Apparat. Mhm. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ich bin Ihre Kundenberater. Ich sehe, Sie haben sich angemeldet, ja? Ja. Genau. Ich bin da, um Ihnen zu helfen bei Ihrer Kontoaktivierung. Ja. Zu helfen. Aha, sagen Sie bitte, sind Sie gerade auf unserer Hauptseite oder auf die Werbung? Weiß ich nicht, ich bin gar nicht am Computer. Sie sind mit Handy oder Computer? Nein. Mit Handy? Nein. Mit Computer? Ja, aber hab jetzt ja gerade nicht. Okay, ich habe mich vorhin angemeldet. Ja, ich weiß, aber können Sie bitte Ihre E-Mail öffnen, damit ich schicke der Link und wir werden zusammen Ihre Handelskonto aktivieren. Ja. Machen Sie bitte. Ja. Sie werden von Erwin Schulze einen Link bekommen. Erwin Schulze.
Genau. Ja. Also bitte klicken Sie nicht auf dieser Link, sondern kopieren Sie den Link, gehen Sie Ihre Google und fügen Sie ein. Warum? Aber das steht, können Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse noch einmal sagen? Wie heißt Ihre E-Mail-Adresse? Welche möchten Sie denn? Wie bitte? Welche möchten Sie denn? Welche haben Sie denn? Viele. Sie haben eins eingegeben für diese Aktivierung. Wenn Sie sich angemeldet haben, Sie haben diese E-Mail-Adresse eingegeben. Mhm. Okay. Und welche haben Sie eingegeben? Das weiß ich nicht mehr. sebastian.ablasend@t-online.de. Ja? Und, aber da steht keine Adresse so. Ärgerlich. Ein bisschen lauter, bitte. Ärgerlich. Benutzen Sie WhatsApp? Ja. Kann ich es in WhatsApp schicken? Nein. Wie können Sie denn das öffnen? Weiß ich nicht. Warum können Sie nicht Ihre WhatsApp benutzen? Ich kann mein WhatsApp benutzen. Denn ich schicke den Link in Ihre WhatsApp. Ja, dazu brauchen Sie ja meine WhatsApp-Nummer. Ich habe Ihre Nummer. Also unter dieser Nummer haben Sie kein WhatsApp? Nein. Mit welcher Nummer haben Sie denn? Das verrate ich nicht. Entschuldigung, möchten Sie Ihre Konto aktivieren oder nein? Aber natürlich. Ich wünsche Ihnen noch schönen Tag. Betrüger. Ja. Ja, hallo, Herr Buskott, Herr Wundermuth. Mein Name ist Petra Müller. Ich bin Ihr Kontomanager, ja? Sie haben heute ein Handelskonto gemacht. Ich rufe Sie aus Bitcoin Converse, BTC Trades. Toll. Und ich möchte Ihnen fragen, möchten Sie das Konto aktivieren oder nicht? Weil ohne Kontoaktivation, Sie können nicht online Handel anfangen. Ja. Mhm. Möchten Sie das Konto aktivieren? Mhm. Okay. Hallo, für Ihre Kontoaktivation, ich brauche einige Daten von Ihnen. Wie alt sind Sie? Was? Wie alt sind Sie? So was fragt man doch nicht. Okay, möchten Sie das Konto aktivieren, dann möchten Sie das nicht. Wenn Sie möchten das Konto aktivieren, dann müssen Sie mich einige Daten von Ihnen mit mir mitteilen, ne? Ja, und wie alt sind Sie? Ich mache keine Kontoaktivation mit Ihnen. Sie machen Kontoaktivation, ich oder? Ich dachte, Sie machen das für mich. Wollen Sie das oder wollen Sie das nicht? Weil ich habe keine. Natürlich. Ja, dann sagen Sie mir, wie alt sind Sie? Gleich nachdem Sie mir das beantwortet haben. Okay, wiedersehen. Hallo, guten Tag. Ja? Spreche ich gerade mit dem Herrn Schimmel, oder? Nein. Ich spreche mit dem Herrn Steiner, richtig? Nein. Wie nein? Jetzt ist hier Voldemort am Telefon. Wer bitte? Ja. Was ja? Ja. Sie sind wer? Ich bin der, den die Betrüger noch nachts im Albtraum sehen werden. Wirklich? Ja. Nein. Doch. Wirklich nochmal, sagen Sie das nochmal, ich habe es nicht gehört. Ja. Also, Sie machen Anmeldungen, weil Sie kein anderes zu tun haben, ne? Doch, ich mache Anmeldungen, damit Betrüger nicht so viel betrügen können. Ach so. Ja. Und wenn es gar keine Betrüger gibt? Doch, es gibt eine ganze Menge Betrüger. Wenn es für Sie vielleicht Betrüger sind, dann sollen Sie so sein. Ja. Aber nicht alle Menschen sind Betrüger. Nicht alle, aber du. Ich? Ja, du für bist mich kriminell. Ist egal, was Sie denken. Für mich ist egal, was Sie denken. Du bist kriminell. Für mich spielt keine Rolle. Ich schaue meine Arbeit richtig und das ist gut für mich. Und das findest du gut, kriminell was? Zu sein? Da bin Weil ich aber meine Arbeit schockiert. Richtig mache, deswegen finde ich das gut. Also Sie finden kriminelle Arbeit gut? Wenn das für Sie, wenn Sie so denken, dann sollen Sie weiter so denken. Das nennt man bandenmäßigen Betrug. Ist es egal, was Sie für eine Meinung haben. Ja. Wenn ja. Soweit ich meine Arbeit richtig mache, das ist richtig für mich. Aber ich muss mich nichts bei Ihnen klären lassen, weil Sie sind ein Null für mich. Ja? Oh. Schön. Wenn Sie denken, dass ich sowas mache, dann sind Sie gar nichts für mich. Ja?
Ich wünsche Ihnen alles Gute, ja? Das wünsche ich Ihnen nicht. Das wünschen Sie mir nicht, ne? Genau. Dann wünsche ich Ihre Mutter, Ihre Frau und so weiter. Gucke, so sprechen Betrüger. Schöne Grüße. Betrüger. Ich bin beleidigt. Ich habe gesagt, schöne Grüße. Betrüger. Tschüssi. Tschüssi, Betrüger. Guten Tag, Herr Eichter. Mhm. Mein Name ist Alice, ich bin Kundenbetreuer bei Handelsplattform Bitcoin CZ Profit. Sie haben Ihre Daten hier gelassen, stimmt das? Was habe ich? Hallo? Ja, was habe ich? Sie haben sich auf unserem Handelsplattform angemeldet. Ja. Aber Sie haben nicht Ihr Konto bei uns aktiviert. Erinnern Sie sich, oder? Ja, das kann sein, ja. Okay, haben Sie schon Erfahrung am Finanzmarkt oder sind Sie neu hier? Ja. Haben Sie Erfahrung oder sind Sie neu? Ja, was spielt die Rolle oder was spielt die Frage für eine Rolle? Ja, das spielt Rolle. Ja, was denn für eine? Warum denn? Weil wenn Sie Erfahrung haben, Sie können das selbstständig machen und ohne Erfahrung machen Sie das mit Ihrem Personalanalytiker, der Ihnen hilft. Aha. Ja, dann entscheide ich mich später. Nochmal bitte? Dann entscheide ich mich später. Was kann ich Sie anrufen? Nee, also weiß ich nicht, gar nicht. Ja, wann entscheiden Sie sich das? Ja, wozu brauche ich Sie da? Hm? Wozu brauche ich Sie? Wen möchten Sie sprechen? Ich möchte mit Sie sprechen, mein Name ist... Mit wem möchten Sie sprechen, war die Frage. Ich bin nicht verstanden. Mit Karo Lauterbach. Nochmal bitte laut und deutlich. Ich möchte sprechen mit Karol Lauterbach. Achso, zum Apparat. Okay. Mein Name ist Michael und rufe Sie von Investmentgesellschaft Warzurz vor. Ich rufe Sie an, warum Sie sind bei uns registriert und ist alles korrekt? Bei Warzurz. Und sagen mir bitte, haben Sie einige Erfahrung im Onlinehandel? Nee. So, okay, ich denke, dass Sie möchten ausprobieren und ich möchte Sie ein bisschen über unsere Plattform erzählen. Unsere Plattform ist vollautomatisch. Wir arbeiten mit vielen Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktien und so weiter. Ja. Ich sehe, dass Sie sind auf unserer Plattform online. Und ich sehe, Sie sind in Gefahr. Ich höre das. Sie tragen keine Maske. Entschuldigen? Ich sehe Sie überall. Sie sehen unsere Plattform jetzt. Sie sehen Ihre persönliche Information, Ihre Bilanz, unsere Anlagen, ja? Sie tragen keine Maske. Wie Maske? Ja, Sie tragen keine Maske. In einem Callcenter ist Maskenpflicht. Ich verstehe Sie ganz nicht. Ja? Was möchten Sie sagen? Ich sage, du tragen müssen Gesichtsschlüpfer. Was ist das? Ja, Schlüpfer im Gesicht. Ich verstehe Sie nicht. Was möchten Sie haben? Was möchten Sie sagen? Ja, habe ich doch gesagt, was ich sagen möchte. Ja? Ja, hallo. Spreche ich mit Herrn Fink, bitte? Mit wem? Fink. Hartmut. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Spreche ich mit Herrn Hartmut? Nee, das ist mein Vorname. Okay, was ist Ihr Nachname denn? Ja, mein Nachname ist Schwingtitte. Okay, also, Herr Schwingtitte. Ja. Mein Name ist Victoria. Ich erreiche Sie aus dem Finanzmarkt wegen Ihrer Registrierung auf Bitcoin-System. Wie geht es Ihnen heute? Ja, es geht so. Okay. Herr Schwingtitte, meine Aufgabe ist es, Ihnen über die Finanzmarkt zu erklären. Das Interesse haben, auf dem Finanzmarkt zu handeln, ja? Mhm. Okay. Also, jetzt, Herr Schwingtitte, hatten Sie jemals Erfahrung gehabt auf dem Finanzmarkt? Ja. Und wie beschreiben Sie Ihre Erfahrung? Wie war das? Schlüpfrig. Bitte? Schlüpfrig. Schicklich? Ja. Okay, warum denn? Also, haben Sie Geld verloren? Hatten Sie schlechte Services bekommen, oder?
Das erzähle ich hier lieber nicht öffentlich. Alles klar, kein Problem. Also Sie haben auf eine Plattform gehandelt? Okay, alles klar. Und wer sind Sie? Warum möchten Sie das wissen? Das ist eine technische Frage. Ich muss wissen, wie alt sind Sie, so dass ich weiß, dass mit Ihnen kann man Business machen, weil wir haben, also zum Beispiel unter 18 oder unter... Das kam akustisch leider nicht mehr rüber. Ihre Leitung ist irgendwie kaputt. Also, ich muss einfach Ihren Alter wissen, weil das ist eine technische Frage. Ich muss einfach wissen, wie alt Sie sind, sodass Sie nicht minderjährig sind. Ja, das bin ich nicht. Also nicht minderjährig. Okay, und wie alt sind Sie? Ja, volljährig, reicht doch. Okay, aber ich muss wissen, wie alt sind Sie. Das tut mir leid, aber... Ja, mir dann auch. Also, sagen Sie mir jetzt nicht, wie alt Sie sind, oder was machen wir denn? Exakt. Okay, alles klar. Und warum? Was ist der Grund? Also, warum sagen Sie mir... Ja, weil ich keinen Bock auf einen Datendiebstahl habe. Sie haben keinen Bock auf Datendiebstahl? Ja. Okay, dann warum haben Sie sich registriert auf den Finanzmarkt? Weil ich Bock hatte, eure Zeit zu vertrödeln. Hallo? Ja. Guten Tag, mein Name ist Lisa Bauer. Sprich bitte mit Claudia Gabelbiger. Ist am Apparat. Sehr schön, Sie zu erreichen. Ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Und ich wollte Sie kurz fragen, mit was für einem Betrag möchten Sie bei unseren Plattformen neu starten? 50 Euro würde ich erstmal anfangen. Mhm. Mit 50 Euro können Sie nicht anfangen. Warum nicht? Der Minimalbetrag ist 250 Euro. Ach so, das haben Sie ja nicht gesagt. Das haben Sie bestimmt online bei den Plattformen gesehen. Ach, da steht so viel. Hallo? Ja? Ja. Mit was möchten Sie starten, habe ich schon gesagt. Na, so wie Sie denn gesagt haben. 250 Euro? Ja, wenn es nicht anders geht. Nein, gibt's nicht anders, nur mit 250 Euro. Ja. Also mit 250 Euro haben Sie Online-Banking? Sowas habe ich ja. Und Sie? Können Sie ein bisschen Respekt zeigen und ein bisschen seriös sein? Wieso? Was ist denn jetzt falsch? Haben Sie. Was ist das für eine dumme Frage, bitte? Sind Sie doof oder was? Warum beleidigen Sie Ihre Kunden? Sie sind ja ein komisches Unternehmen. Nein, Herr Gabelbiger, aber ich bitte Sie, wenn wir ein Gespräch durchführen, ein bisschen Respekt zeigen. Wenn Sie nicht Interesse haben, dann können Sie von Anfang an sagen. Na, Sie sind ja komisch. Also mit so einem unseriösen Unternehmen will ich, glaube ich, nicht zusammenarbeiten. Ja, hallo, na, schönen guten Tag. Mein Name ist Lisa Bauer. Ich spreche bitte mit Lothar Tillerand. Ja. Sehr schön, Sie zu erreichen. Ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Und ich wollte Sie kurz fragen, was für einen Betrag möchten Sie bei unserer Plattform neu starten? Wie meinen Sie das? Mit dem Minimaltrag oder etwas mehr zu versuchen? Na, wie meinen Sie denn das? Das stand doch kostenlos. Nein, das ist nicht kostenlos. Ihr Service halt aber auch nicht. Sie investieren an etwas, um mehr zu profitieren. Aha, aber da stand doch kostenlos. Leider nicht. Na doch. In der Werbung stand da kostenlos. Die Service ist kostenlos, aber nicht die Investments profitieren. Ach so, und warum steht es da nicht? Möchten Sie starten? Womit? Die Investment bei Bitcoin. Was habe ich davon? Sie profitieren Geld natürlich. Ach so, ja, dann ja. Der minimale Betrag ist 250 Euro. Möchten Sie starten? So viel? Hallo? Ja. Wie ist Ihr Name bitte? Exquisite. Okay. Und Ihre? Ja. Ja, guten Tag, Herr Hausmeister. Hier ist der Keller am Apparat. Ich melde mich von dem Unternehmen Concept Club. Sie sind bei uns gerade eingeloggt. Ja. Wegen Online-Handel-Trading, ja?
Jawohl. Ich bin der Kontomanager, Herr Hausmeister. Werde ich Ihnen dabei helfen, das Konto zu aktivieren, ja, damit Sie keine Schwierigkeiten kriegen. Bin ich in Schwierigkeiten? Könnte denn sein, ja. Warum? Was habe ich denn gemacht? Ja, normalerweise die Kunden kriegen irgendwelche technische Schwierigkeiten. Okay. Ist das ein Problem für Sie, dass wir die Hilfe anbieten oder was? Na, ich weiß ja nicht, was ich gemacht habe. Ich habe da gar nichts verbrochen. Sie sind Herr Louis Hausmeister, ja? Ja. Aber Sie sind jetzt gerade auf eine Seite eingeloggt für Online-Handel Trading. Und da habe ich was falsch gemacht? Mein Name ist Martha Rich und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Online-Handeln. Sie haben gerade auf unserer Werbung registriert, deshalb rufe ich Sie an. Ja. Okay, Herr Koch, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Nein, das ist neu. Okay, Sie haben nie mit Krypto und Aktien gehandelt? Nein. Okay, Herr Koch, vielleicht wissen Sie, ja, Sie bekommen von unserer Seite ein automatisches Handelssystem, ja, Robotersystem. Und das bedeutet, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, sondern dieses System handelt für Sie, ja, Kauf und Verkauf eigenständig. Das ist toll, ich bin nicht gerne allein. Bitte? Ich sage, das ist toll, ich bin nicht gerne allein. Okay, wiederholen Sie bitte. Ich sage, das ist toll. Ja, das ist toll. Okay, Herr Koch, ja, wenn Sie Konto aktivieren, ja, Sie bekommen von unserer Seite auch Finanzberater, ja, große Unterstützung von unserer Seite und diese Person macht fundamentalische Analyse, ja, und helfen und zeigen Ihnen, wie Sie Gewinne erzielen können, ja, in diesem Bereich. Herr Koch, aber obwohl alles automatisch läuft am Anfang, Expert wird für Sie alles einrichten und mal erklären, wie es läuft, ja, auf dem Finanzmarkt und wie es funktioniert, ja. Ja. Und damit können Sie bessere Ergebnisse, ja, in Ihrem Leben bekommen. Okay, Herr Koch, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe, womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Wir haben drei verschiedene Kontotypen. Erste ist 250 Euro, zweite ist 500 und dritte ist 1000 Euro. Wenn Sie in diesem Bereich ohne Erfahrung sind, am Anfang, ich empfehle Ihnen mit mindestens Startkapital beginnen, ja? Aber natürlich, das ist Ihre Entscheidung, womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren. Ja, dann machen wir das so. Bitte? Das machen wir so. Was ist Ihre gewünschte Summe, Herr Koch? Das ist, was Sie gesagt haben. Bitte? Ja, das, was Sie gesagt haben. 250 Euro? Ja. Okay. Herr Koch, mit kleinster Summe können Sie monatliche Profite bekommen von 10-20%. Unser Interesse ist, dass Sie so viel Geld wie möglich verdienen, denn wir werden aus Ihren Gewinnen bezahlt. Wir bekommen von 2-3% von Ihrem Gewinnen, deswegen... Das ist unser gemeinsames Interesse, ja? Wenn Sie profitieren, profitieren wir auch. Ja. Einfach Ihr Erfolg bestimmt unser Erfolg. Toll. Okay, Herr Koch, Sie haben mal gesagt, dass Sie Transaktionen mit 250 Euro aktivieren möchten, richtig? Ja. Okay, Herr Koch, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Benutzen Sie Kreditkarte oder haben Sie Onlinebank? Was ist das? Okay, welche Zahlungsmittel benutzen Sie? Benutzen Sie Kreditkarte, Visa oder Masterkarte oder haben Sie Onlinebank? Ja. Womit können Sie Ihre Transaktion bestätigen? Mhm. Okay, welche Kreditkarte benutzen Sie? Eine silberne. Bitte? Eine silberne. Okay, hier gibt es schlechte Akustik. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, die Kreditkarte, die ist silbern. Okay, Herr Koch. Ja? Sie brauchen Visa oder Mastercard oder Online-Banking. Mhm. Welches haben Sie? Das habe ich. Welche das ist? Visa oder Mastercard? So. Ja, genau. Okay, Herr Koch, sind Sie unseriös? Vielleicht und ich, wir sollen diese Gespräche beenden. Tschüss. Ja, Betrüger. Hallo, ja. Einen schönen guten Tag. Hallo. Ich spreche mit Lilly Lips, ja? Ja, Lilly Lips hier.
Okay. Ja. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung an. Sie haben schön. Eine Registrierung gemacht ja. bei uns. Ja, das habe ich gemacht. Okay. Ja. Beim so Access Capital Website, ja? Ja, genau, so, da mit den bunten Kerzen und so. Hallo? Ja, hallo. Hier ist Lili. Okay. Okay. Hallo. Sie haben eine Registrierung gemacht bei uns für ja. Online-Handel, ja? Ja. Okay, mit welchen Produkten Sie möchten Online-Handel machen? Was kann ich da alles nehmen? Access Capital Website. Ja, was kann ich da alles nehmen? Was? Was kann ich da alles nehmen? Ja, Sie können ein Produkt wählen, ja, bei uns. Mit welchem Betrag Sie wollen starten Ihre Investitionen? Ja, hier ist Lili. Oh mein Gott. Was denn? Hallo, ich bin Dante Ohl von Trade Finance Börse. Sie haben ein sehr gutes Potenzial. Flogigkeit zu gerade, haben Sie Erfahrung mit der Handlung? Wen wollen Sie sprechen? Wann haben Sie gehandelt? Welche Erfahrung haben Sie? Wen wollen Sie sprechen? Okay, wissen Sie, handelt man online mit Krypto? Haben Sie Info? Mit Intelligenz ist nicht so unbedingt, oder? Bitte? Intelligenz ist nicht so deins, ne? Okay, ein... Hallo, Tag. Ja? Mein Name ist Dennis, ich bin Account Manager von Meteor Trade. Also, ich habe bei uns gestern sich registriert. Ich hoffe, ihn möchten Sie sprechen? Vor ein paar Tagen. Sie haben sich doch auf Bitcoins interessiert, richtig? Ja, wen möchten Sie sprechen? Mit... Luis, Mais Corbendrea. Ja. Ja, man, das ist Sie, hier. Oder? Ja, und wie ist Ihr Nachname? Sie haben ja nur Ihren Vornamen gesagt. Okay, aber haben Sie schon Erfahrung in solchen Bereichen, so im Handel? Nein. Aber wie ist Ihr Vornamen? Wo ist Ihr, wie ist Ihr Nachname? Sie haben nur Ihren Vornamen gesagt. Mein Name ist Dennis Dolch. Dolch. Ja, okay. Ja. Gut, kann ich mir auch nicht schon geholfen machen. Machen wir mal weiter. Okay, also wir haben hier bei uns zwei Optionen. Die erste Option ist Personalanalytiker. Der macht halt selber Einkäufe, Verkäufe, analysiert ganzen Markt selber. Also wenn etwas in der Welt passiert, wie vor ein paar Wochen in Kasachstan zum Beispiel, der sagt natürlich, ja, jetzt Bitcoin ist runtergefallen, muss man halt einkaufen. Und so, die machen selber halt Analysen. Ihnen ist ein Bitcoin runtergefallen, wo ist denn hingefallen? Kryptowerten gehen sein. Aber das schmeißt man dann nicht runter, mit Geld spielt man nicht. Bitte? Ich sage, mit Geld spielt man nicht, das schmeißt man nicht runter. Also, Sie können niemandem das Geld zahlen. Die Trader verdienen halt, wenn sie verdienen. Ja, das ist schön abgelesen. Während diese Verkäufer, Einkäufer halt, die nehmen von Gewinn so 2-3%. Ja. Die haben richtig viele Kunden, deswegen, wenn die viel traden, sie kriegen auch gutes Geld und sie verdienen auch. Aha. So, und zweite Option ist automatisiertes System. Das ist so ein Roboter, was man einstellen muss. Halt Anstellungen machen und dann tradet halt dieser Roboter selber. Aber Profit ist natürlich weniger. Warum? Das kommt drauf an. Zum Beispiel der Analytiker, der kann selber alles analysieren und schon vorstellt, dass wenn Bitcoin ist, so stark runtergefallen ist, dann wird es in 2-3 Tagen, wahrscheinlich in ein paar Wochen, schon richtig, schon doppelt oder dreimal mehr kosten oder irgendwelche Krypto. So, aber dann taucht ja Ihr komischer Roboter ja nicht, wenn da der andere bessere ist. Ja, Roboter, die machen kleine Einkäufe und Verkäufe, zum Beispiel mit Geldwert bei Forex zum Beispiel. Wenn Dollar ist runtergefallen so ein bisschen,
Umschmeißen sie schon wieder mit Geld rum. Ihr mit Geld, das soll man nicht umschmeißen, das ist nicht auf dem Boden. Ja, mit Krypto geht's auch. Also das Gleiche. Ich meine, der Roboter macht nur kleine Einkäufe und Verkäufe. Wenn etwas ein bisschen günstiger geworden ist, dann kauft der Roboter das und ein bisschen teurer, dann verkauft und macht so kleine Einkäufe, Verkäufe. Deswegen Profite so bis 25% monatlich. Und bei Personalanalytica so Durchschnitt im vorigen Monat, das war 43%. So, also Personalanalytica halt schon, würde ich schon empfehlen, mit Personalanalytica zu arbeiten. So, klingt interessant, oder? Was denn? Bitte? Na, was denn? Personalanalytica meine ich. Ja, sind sie günstig. Aber der soll nicht mit dem Geld rumspielen. Was meinen Sie? Ja, so wie ich gesagt habe. Also, bei uns können sie halt ihre Zeit sparen, weil die Analytiker machen halt alles selber und sie schauen ihr Kontostand nach. Ja, ich sag, klatschen die da im Hintergrund? Haben die alle eh noch eine Waffe oder warum klatschen die da? Bitte? Warum die da alle klatschen im Hintergrund? Sag mal, bist du schwerhörig oder was? Ich kann Ihr Dialekt nicht so deutlich verstehen, deswegen. Na, ich spreche wohl sehr deutlich. Ah, nu pass mal auf, Kumpel. Sonst werden wir hier gleich ganz unseriös am Telefon. Ja, ich rede ganz normal mit denen. Ne. Warum denn? Na, ich hab gefragt, warum die da klatschen, die Pfeifen da im Hintergrund. Weil die große Deal gemacht haben, deswegen. Ach, da haben sie gerade den abgezockt oder was? Wir sind richtig viele da. Ja. Also, ich kann nochmal fragen, ob Sie Interesse haben. Wenn nicht, dann habe ich andere Kunden auch. Ja, ich glaube, du bist ein bisschen dolle-dämlich, kann man sagen. Ich habe doch nur deine Scheißfrage schon mehrfach beantwortet. Ich weiß nicht, warum das in deine kleine Erbsenbirne nicht ringiert. Ich meine mir auch da schon klar, dass dein Gehirn nicht größer ist als das von der Kakerlake. Also nicht dolle groß. Ich meine, noch würdest du ja auch nicht anrufen, aber... Ich sag mal, jedes Mal die gleiche Frage, da wirst du doch bekloppt in der Woche. Ist das nicht langweilig, so einen Scheißjob die ganze Zeit zu machen? Sie sprechen richtig undeutlich. Nee, da ist das. Ich spreche undeutlich, aber hast du eine Macke oder was? Schreien Sie bitte jetzt nicht. Mo, pass mal auf, du kleiner Klapsbaden, du. Ja, schrei nicht. Ja, ich schreie nicht. Was ist für ein Dialekt, können Sie mir bitte sagen? Das ist aus Sachsen. Und du? Von wo kommt dein Kakerlaken-Dialekt her? Irgendwo aus Ungarn oder aus der Ukraine? Hast du was im Mund, oder? Boah, ich glaube, dass du was im Mund hast, oder was? Das war's leider schon wieder mit unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, dann zeig's gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn du möchtest, findest du jetzt hier noch eine Playlist zu allen weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.